Mein Name ist Gabriele Bolzek. Ich arbeite hier in der Ökumenischen Bahnhofsmission in Magdeburg, weil es ja, mir fast zugewachsen ist. Ich habe angefangen, in einer Teestube zu arbeiten als Ehrenamtliche, habe das mehrere Jahre gemacht. Und als dann hier eine Stelle frei wurde, habe ich mich beworben, weil ich die Arbeit interessant finde. Adam, hattest du schon Frühstück? Dankeschön. Nee, danke. Willst du nicht? Dass ich's packen, dass noch das reicht? Gegen eine Spende von 30 Cent kann man hier also einen Imbiss bekommen. Der besteht aus 3 halben Brötchen im Normalfall und einem Stück Kuchen. Und dann haben wir immer noch belegte Brötchen. Und die können die Leute dann noch gegebenenfalls mitnehmen, wenn sie das wünschen. Das sind zum großen Teil Obdachlose, die in der Nacht Probleme haben zu schlafen, weil sie überall vertrieben werden. Und die dann die Möglichkeit nutzen, hier ein bisschen Ruhe zu finden. Im Prinzip ist unsere Aufgabe die Versorgung, Betreuung und Beratung. Beratung in dem Sinne, dass wir also auch versuchen, den Leuten weiterzuhelfen. Am Anfang des Monats versorgen wir so zwischen 15, 20, 25 Leute, je nachdem. Das ist immer sehr unterschiedlich. Das kann aber bis zum Ende des Monats auf die Zahl von 40 bis 50 anwachsen. Wir kümmern uns um Reisende und um Bedürftige, die als Besucher zu uns kommen. Und die Reisenden sind ja mitunter auch bedürftig. Die brauchen Umstiegshilfe, Einstiegshilfe, Ausstiegshilfe. Die brauchen Betreuung, wenn sie ihr Zug verpasst haben. Sie wissen, wo es hingeht? Nee, wir müssen uns durchfragen. Wo soll sie hin? Nach Berlin. Das müsste Bahnsteig 10 sein. Da müssen wir erst mal gucken. Wir würden liebend gerne länger aufmachen, von 8 bis 18 Uhr jeden Tag, außer Wochenende. Das wäre schon toll. Aber wir brauchen dafür dringend Freiwillige oder Ehrenamtliche, die bereit sind, diese Arbeit zu machen. Ich mache das, weil mir die Menschen am Herzen liegen. Weil ich finde, dass jeder Mensch etwas wert ist, dass es jeder Mensch auch wert ist, ernst genommen zu werden. Dass es ganz wichtig ist, für jeden da zu sein und jedem auch zu zeigen, du bist etwas wert. Aber wo ist der Zeit?